Das ist ein schönes Porträt, das mag ich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Das Polen-Porträt bei dir da, oder? Nein, das von Jukema. Jukema. Was heißt das auf Deutsch? Armeeku. Yeah. Heißt das. Na dann, ja. So, ist der jetzt Typ nochmal? Aus dem Turnier. Weiß nicht mehr. War das Typ das Turnier oder war das ein normales Match, was wir gekauft haben? Nee, das war ein normales Match. Irgendwie sowas wie ein Croix Bleu oder irgendwie sowas. Incredible, glaube ich. Nee, Inovidable. Invoidable. Bist du noch da, Inovidable? Inovidable. Ja, schreib Inovidable. Ich schreibe nicht, der spielt nämlich Mac. Oh, dann lass das lieber. Nein. Dann guck was anderes. Guck irgendwie die russische Kugelstoßen. Scout ich jetzt eigentlich irgendwie. Guck, russisches Kugelstoßen? Ja. Was ist das denn für ein random Rad? Ja, alles ist besser als Mac spielen. In der Tat. So, ich nehme jetzt mal die Goldbase first. Das ist gut, Fragezeichen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, das ist schon mal Interaner. Junge, gegen Prodos habe ich gehört, Double geht weh, Opening. Double geht weh? Oh, ich sollte vielleicht mal Pro bauen. Hat mir jemand gesagt, dass das gegen Prodos ganz okay ist. Uns fehlen Mineralien. Mal machen. So. Der Gegner macht übrigens auch ein zweites Gate und Cybercore. Und ihm geht ein Licht auf. Das ist ein schönes Symbol. What? So, dann kann ich mir jetzt langsam ans Expandieren machen. Wo ist meine? Das ist meine. Also Protoss und Terraner. Nicht? Terraner? Ich muss jetzt mal einen Pylon bauen, sonst bin ich gleich so Playblock. Das ist eine gute Idee, Zarok. Baut man erst die zwei Adepten oder erst die Expansion? Ja, eigentlich brauchst du erst die zwei Adepten, jedenfalls dann, wenn du pressuren willst. Ich weiß halt nicht, ob du pressuren willst. Ja, dann mach lieber erst die Exe. Okay. So. Expansion. Aber das Problem ist jetzt, wenn hier der Reapy gleich ankommt. Das ist. Stimmt. Das könnte Probleme geben. Da ist nämlich auch schon der Reapy. Ja, und wegen dem, weil das ich jetzt erst die Exe gemacht habe. Wie wenig Probes du auch einfach hast. Ja, du musst doch schon ein bisschen mit angreifen und nicht mit dem Angeschlagenen angreifen. Oh. Ich greife mit allem an. Dead Micro, nicht? Kannst du jetzt da mal aus der Kuhle kommen? Ja, bau doch jetzt zweimal Adepten hier. Was mach ich denn doch! Da? Nein! Und mit den Adepten draufgehen ruhig und einen Mothership-Core bauen. Der ist schon in Arbeit. Will ich auch hoffen. Hast du jetzt zwei Adepten? Du hast immer noch keine Adepten in Planung. Nein! Natürlich habe ich zwei Adepten! Willst du mich verarschen? Ja, aber nicht in Planung. Bau doch neue! Warum nicht, Cyborg? Mach doch was! Ich verliere halt ganz viele Dinge hier, weil du irgendwie die Einheit nicht baust. Und schon wieder baut er nicht zwei Adepten. Na gut, jetzt gleich überhaupt geht durch. Okay. So, ich habe jetzt erstmal genug Overlords. Ich muss nämlich schon. Habe ich jetzt erstmal gemacht. Nergrix hat die Verzögerung genutzt und Overlords gebaut. In der Tat. Weil das Absicht oder hast du ja einen falschen Knopf gedrückt? Das war Absicht, weil ich Supply blockt war, aber ich habe ein bisschen viel in Auftrag gegeben gerade. Ich habe 44 von 76 Supply. Also es war Absicht, dass ich welche gebaut habe, aber die Anzahl war ein bisschen ungewollt. Warum lauft ihr denn nicht da nach unten? Meine Einheiten verstehe ich manchmal immer noch nicht. So, ich guck mal an den Watchtowers.
Die ist eine Probi. Boah, bin ich schlecht, ey. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es Gunnar in Counter-Strike ging, ey. Terraner spielt Bio-Tank. In Schwarmklassen, unsere Basis wird in die Zange genommen. Ich hab da mal ein Gasgeisier gebaut, einfach weil ich es kann. Das ist gut, Nervorix. Das ist richtig gut. Eigentlich hätte ich gedacht, dass er die jetzt schon mal langsam abreißt, aber irgendwie tut er das noch nett. Nett! Unsere Basis wird in die Zange genommen. Erstmal zu Netto. Die lohnt sich. Wir kriegen ja jetzt wieder Geld von denen. Ja, endlich. So, der Angeschlagene geht mal ins Gas, das ist nicht ein ganz so leichtes Ziel. Uns fehlt Energie. Das ist die Frage. Dafür, die Brut hat eine neue. Oh, ich bin mal wieder Supply Blocked. Ich hab's geschafft, alle meine. Du hast doch 170, was ist das denn? Liberator auf dem Weg. Finde ich aber nicht so gut. Wo sind denn meine ganzen Overlordies? Ich habe so wenige alles Gedönse. Bei dir kommt ein Medivac mit Drops, also ein Dropship mit Einheiten. In die Main? Ja. Okay. Auch irgendwas, was das, ja gut, du hast Feedback, das ist schon mal gut. Aber am besten noch ein, zwei Stalker gleich nachwarpen. Ja. Schön. Liberator sollte eigentlich sterben, ohne Kill. Also der Drop ist wieder weggeflogen jetzt hier. Liberator ist gestorben, ohne Kill. Ne, der Drop ist wieder weggeflogen. Ja. Die Evolution hier ist gerade ein bisschen wenig Gateway, das ist ein bisschen ärgerlich. Müssen wir nachgeten jetzt. Ich bin gescannt! Nicht nachgeten. Sollte jetzt... egal. So, bau mal Einheiten. Bau mal Einheiten, los. Nein, ich will das klappen. Lass mal pushen gleich. Lass mal pushen gleich! Junge! Junge! Ja, mit dem Drop hat er sich scheinbar nochmal überlegt, ne? Ja, das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Man kann das nicht oft genug sagen. Aber du hast schon so viel! Ja, in der Tat. Bei dir ist der Drop? Ne, ist ein Warprisma. Das ist aber nicht meins. Ich weiß nicht, ob es die T's sind. Der warpt vorne, das habe ich gehört, oder? Hast du gewarpt? Du hast gewarpt. Ich hab gerade gewarpt, ja. Ich dachte gerade, er würde aus seinem Warp-Prisma warpen. Hier oben ist eine Basis. Und eine Phytomine. Wir haben kein Gas mehr. Wenn du Gas übrig hast, kannst du mir das gerne geben. Aber nur ein bisschen. Vielen Dank, dann kann ich Hydras bauen. Und Overlords. Overlords kann man immer mal bauen. Lö, Supply Block! No, lass das! Vorne, Tanks. Vorne. Schöner Storm. Storm lieber auf den Terran, ne? Hier auf den Protoss. Der haut aber ab. Ja, wir können durchpushen eigentlich. Okay, sobald sie hinten sind. Gut, lass mal einmal warten hier. Dass ich Ravager machen kann. Ich komm zu dir. Ja, ja. Das hab ich ja gesagt. Ich hab leider wieder einen großen Fehler gemacht. Dafür brauchen wir mehr Gas. So, wie sieht's aus bei dir? Ich warpe gerade nochmal einen Schwung nach. Nee, boah, die war schon tot, bevor sie geschossen hat. Das finde ich immer scheiße. Ja, was heißt, wie sieht's bei mir aus? Ich bin Supply Block. Wo rennst du schon wieder hin? Ich wollte da stehen, dass wir ein bisschen breiter stehen. Da musst du nicht mehr hinterher rennen. Okay, die oben. Bunkers. Ja, die haben auch Tanks. Ich wusste noch nicht, ob du so weit bist. Ja, lass pushen. Nicht Move Commanden. Da ist der Tank, der ist nicht mehr gesiegt. Hallo! Dankeschön. Warum kannst du gerne nochmal schmeißen? Ich habe keine Energy mehr. Schade. Dann mal auf Arkens.
Ich hab keine Heiltempel mehr. Immer sobald du keine Energie mehr hast, sofort Arkens machen. Okay. Und Reinforcements nach vorne, ne? Mike, komm, laufen. Du Move-Commandest schon wieder die ganze Zeit. Charge-Schlitz, komm! Du musst dringend daran dich verbessern darin, dass du nicht ständig Move-Commandest. Ja, das stimmt. Das ist so viel Schaden, den wir dadurch verschenken. Kann ich nichts gegen sagen. Ich wollte einfach jetzt mit Zelle hinterher. Die einfach überall Bunker gebaut haben. Glücklicherweise sind die alle unbesetzt, aber... Ich bin wieder da! Das ist gut, das Spiel ist jetzt vorbei. Sehr gut, aber nur weil ich gekommen bin, ey. Ja, das hat ihm den Rest gegeben. Aber ich habe immerhin die Bio gestormt, ja. Das war gut. Das war mein Verdienst. Guck dir mal an, wie der Wert der Armee gedroppt ist, bei allen. Bei allen, ja? Ja, man sieht, wo der Feind war, auf jeden Fall deutlich. Der Terran hatte ganz schön viele Worker. Das war gut, ne? In der Tat. Und damit war es das auch für diese heute Aufnahmesession. Heute Aufnahmesession war es das heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts geht es mit Spoiling. Und rechts war ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.